Eigentlich ist hier schon alles entschieden. Das Hinspiel beim VfL Kassel gewannen die C-Junioren des FV Horrers mit 6:1 und es müsste hier schon mit dem Teufel und sämtlich anderem vorstellbaren Bösen zugehen, wenn die Jungs von Matthias Wilde den Aufstieg in die Hessenliga verspielen. Von Beginn an kommen keine Zweifel auf, dass Horrers in Schwarz auch das Rückspiel gewinnen wird. Marc Zentgraf schickt in der 7. Minute Noah Odenwald, Malte Schmidt in Rot sieht in der Verteidigung schlecht aus, Max Vogler steht völlig frei und muss nur noch zur Führung einschieben. 1:0 für Horrers. Die Gastgeber sind deutlich überlegen, Zentgraf und Bann im Doppelpass, zurück auf Bann, das 2:0 kurz vor dem Seitenwechsel. Nach der Pause versuchen sich die Gäste etwas zu befreien, Noah Odenwald kann den Angriff aber im Keim ersticken und es geht wieder in Richtung Kasseler Tor. Wieder wird Bann klasse in Szene gesetzt, er wählt das linke untere Eck, keine Chance für Keeper Jawait, 3:0 für Schwarz. Das 4:0 folgt in der 45. Minute, Odenwald führt ganz frech blitzschnell den Freistoß aus, kein Kasseler hat damit gerechnet, aber das Tor wird von Schiedsrichterin Wiebke Schneider gegeben. Horrer spielt Kassel an die Wand. Kein Roter kommt mehr hinterher. Links läuft Bann mit und der Rest ist nur noch Formsache. 5:0. Horrers Aufstieg hat jedoch einen faden Beigeschmack. Noah Odenwald wird im Laufduell vom Gegenspieler per Foul gestoppt. Dabei verletzt sich Odenwald schwer und muss behandelt werden. Erste Diagnose, schwere Knöchelverletzung, vermutlich sind die Außenbänder gerissen. Wir wünschen alles Gute und baldige Genesung. Kurz vor Schluss markiert Felix Schütz nach einem Abpraller vom Keeper aus kurzer Distanz den 6:0 Endstand. Horrers steigt nach zwei überaus deutlichen Siegen gegen den VfL Kassel in die Hessenliga auf. Unser heutiger Kameramann Gerd Kniege hat die Stimmen zum Spiel. Natürlich ist das was ganz Großes, in die Hessenliga aufzusteigen und es war bisher mein größter Erfolg auch. Was glaubst du, was kommt als nächstes? Man will ja die Leiter immer weiter nach oben gehen, ne? Hessenliga ist ja wunderbar. Mal schauen, wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 15 Jahre und ja, ich wechsle ja den Verein und möchte versuchen, dort auch möglichst hoch zu spielen und mich beweisen zu können. Ich habe es gelesen auf deinem T-Shirt hier. Du verlässt den Verein hier. Wo gehst du hin? Zu Viktoria Fulda. Aha. Und dann wünsche ich dir natürlich viel Erfolg auch dort und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal wieder. Matthias Wilde, der Trainer dieser super Mannschaft, die heute in die Hessenliga aufgestiegen ist. Was ist das für Sie für ein Erlebnis als Trainer? Ach, ich denke, es ist die Krönung von 10 Jahren, die ich mit den Jungs zum Teil zusammengearbeitet habe. Und ja, ein sehr, sehr, sehr schöner Tag. Wir haben eine ganz tolle Saison heute mit einem riesen Erfolg dann auch abgeschlossen. Die Zeit bleibt nicht stehen. Gerade so eine Herausforderung, Aufstieg in eine richtig große Liga. Das bedeutet natürlich für einen Verein wie jetzt Horrers auch eine ziemliche, ja, ein Kraftakt, würde ich mal sagen. Wo sehen Sie in Zukunft ja, Ihre Herausforderungen? Gut, eigentlich ist die Hessenliga für einen Verein wie Horrers eine Nummer zu groß. Aber wir haben jetzt einfach mal die Spieler und wir haben den Erfolg gehabt. Deswegen werden wir das auch wahrnehmen. Mittelfristig sehe ich uns eigentlich eher wieder in normaleren Regionen. Wir wollen da nicht gegen die etablierten Vereine hier in der Region anstinken. Das wird uns nicht gelingen. Aber jetzt nehmen wir das mal mit. Das ist ein toller Erfolg für den Verein, auch eine Prestigesache. Und freuen wir uns natürlich alle riesig auf die Hessenliga. Mehr Videos vom osthessischen Heimatfußball findest du in unserem Kanal. Einfach auf die Videoboxen klicken oder unseren Channel abonnieren.